Herzlich willkommen, neue Ausgabe One XTV. Bei mir zu Gast Bernhard Fichter. Herzlich willkommen, Bernhard. Hallo. Aber du hast natürlich gerne, wenn man dir Ben sagt, gell? Ja, genau. So, jetzt verrate ich nicht genau oder sofort, was du machst. Ich würde sagen, erzähl schnell, wo du aufgewachsen bist. Und so kommen wir ein bisschen näher zu unserem Thema. Ja, eben, Fichter Band. Ich bin aufgewachsen in Weckerschwengen, ist ziemlich neben aussen. Und bin 9 Jahre dort in die Schule auf die Oschwand. Und nachher habe ich Koch gelernt, in Grindelwald. Und durch diesen Job, durch das Gastgewerbe, kann man natürlich, ist die Welt offen. Man kommt sehr viel in die Welt herum, hat Möglichkeiten. Und das hat mir der Beruf hat mir das ermöglicht. Auch später nachher nochmal, als ich selbstständig geworden bin. Die Freizeit so einzuteilen, was man ziemlich viel kann vor der Welt anschauen kann. Jetzt werden sich die Leute auch nur fragen, was macht ihr jetzt? Ist es Gastro? Ist es Reisen? Wir verraten es noch nicht, Benz. Ich würde sagen, du hast aus Koch ein Restaurant übernehmen. Damit habe ich noch nicht viel verraten, gell? Nein. Und bist viel herumgereist. Jetzt wollte ich aber mal ein bisschen reisen. In welchen Ländern bist du schon? Was hast du so erlebt in deiner Reise? Geschichte. Ja, eigentlich bald auf jedem Kontinent gesehen. Mhm. Von Amerika, Südamerika, mhm. Asien, mhm. Australien, Neuseeland. Ja, und sehr interessant. Da lernt man natürlich auch viele Leute kennen. Und man kennt Leute, die man lernt kennen, die man heute noch Kontakt hat und sich gegenseitig schreibt und besucht, wie auch immer. Und es nimmt zwar näher auch mit der Zeit ein bisschen ab, so mit aus den Augen, aus dem Sinn ein bisschen. Da ist etwa noch ein Geburtstag, wo man daran denkt, oder eine Weihnachten. Und so tut man noch heute mit den Mitteln, die man hat, hin und her mailen. Und Alben hat man noch, etwa noch geschrieben. Haben die schon Leute besucht, die du aus dem Ausland hast du vielleicht kennen, auch die Schweiz besucht? Also ja. Das und? Ist schon ein paar vorbeigekommen, die interessiert waren, was wir so machen. Und wenn man einander kennen und erzählt, was man so macht. Und vor allem gerade, wenn man im Gastgewerbe ist. Was war der weiteste Gast, den du besuchen konntest? Das war von Australien. Mhm. Ob schon von meinen Partnern her, haben wir von Neuseeland natürlich Verwandte. Und das wäre noch weiter, aber die hat man schon vorher gekannt, oder? Benz, du hast mir erzählt von einem ganz lässigen Erlebnis, das du gehabt hast in einem Land. Ich weiss es jetzt nicht mehr genau, wo sie die geklemmt haben, weil sie es nicht haben können glauben, dass es noch weisse Menschen gibt. Wollen wir das auch noch schnell erzählen? Ja, das können wir schon erzählen. Ja, es ist eigentlich ja, noch ein bisschen komisch. Das war auf der Domrep, Dominikanische Republik. Und wir hatten dort ein Dörfli gemietet und sind dort auf dem Land einfach wirklich neben raus herumgereist, in die Berge hoch. Und dann sind wir dort in ein Dörfli gekommen und dort ist ein kleines Kind, ist über die Strasse geschnockt und man hat dort still gehabt, oder? Und nachher hat man das Kind durchgelassen. Dann sind die anderen Kinder springen und die haben gesehen, dass wir weisse Haut haben und die waren alle so Mischlinge, also dunkelhütig. Mhm. Und die haben uns richtig geklemmt, um zu schauen, ob ich das echt sei. Und dann sind natürlich die anderen Dorfbesucher gekommen und haben uns dort eingeladen, wir sollen mal vorbeikommen. Und dann haben wir dort still und sind dort hergehockt. Das ist natürlich alles sehr primitive Verhältnis, sage ich jetzt mal für uns. Das sind so Bambushütte mit einem Strohdach. Und Heizung brauchen ja die nicht, die haben etwas ein bisschen warm. Aber einfach, und der Luft hat dort durchgezogen, weil es luftet dort. Und dann haben die uns eingeladen zum Nachtessen. Und wir dort dürfen dort das Nachtessen. Das war noch speziell. Die haben vom ganzen Dorf haben sie einfach alle, im Prinzip haben ja die armen Käber, sage ich mal, nichts. Mhm. Und haben aber uns eingeladen, zum Teil eher im Nachtessen. Und dann haben sie zu wenig grosse Töpfe gehabt, zum Kochen. Dann haben sie hier so in rostigen Blechbüchsen gekocht. Und das hat dann immer das Reis hat ausgesehen wie Safran-Risotto. Ich habe mir das nicht zu Leibe geführt. Also zum Glück ist es feister geworden. Habe ich hier oben das gleiche Essen. Ich habe das mit dem Löffel hinten rausgeschossen. Und meine Partner dann auch. Und hinten drei Säue, die das gefressen haben. Wir haben das oben gehört, so akustisch, wie das geschmatzt hat von der Säue. Und haben wir dort dürfen schlafen, dort oben. Ja. Und am anderen Morgen haben sie uns noch einen Kaffee gegeben. Und haben wir weiter wollen. Und dann ist ein Mädchen, das oben vorher, das war vielleicht 7-8-jährig, da ist dort noch, wie Gott sie erschuf, nackt rumgesäckelt. Die hatten die nächsten Teile, schön gestrahlt und angelegt. Und das uns wollten mitgeben. Und das haben wir zuerst gar nicht gecheckt. Aber das war wirklich so. Die wollten das uns mitgeben, weil sie das Gefühl hatten, das hat das beste Leben bei uns. Und wir haben das natürlich
abgelehnt. Das wäre ja nicht möglich gewesen. Aber das fährt einem schon noch ein, wenn man solche Sachen erlebt. Ja, vor allem du, der zu viel rumgereist bist, kannst du natürlich auch noch vergleichen oder, mit anderen Ländern. Und das ist jetzt wirklich gerade eine starke Erfahrung, die prägt natürlich. Wie tust du das einschätzen jetzt mit der Schweiz? Wir haben ja fast alles in der Schweiz und dann vergleicht man das dort und sind gleich fast glücklicher als wir. Also die eine Lebensfreude ausstrahlen, da bekommst du als Westeuropäer, Mitteleuropäer fast ein schlechtes Gewissen. Du denkst manchmal, ja, was sind wir für Arsch? Wir haben im Prinzip, oder nicht im Prinzip, wir haben eigentlich alles und sind gleich nicht zufrieden. Mhm. Und die haben nichts und sind zufrieden. Also wahrscheinlich müssen wir auch wieder irgendeinen Speck durch den Rout. Okay. Oder Reis mit Safran. wir verraten noch nicht zu viel. Nein, ich gehe noch nicht weiter. Ich würde sagen, Benz, wir bleiben einfach mal noch beim Gastro. Was ist das Feinste, das du gegessen hast im Ausland? Was hat dich so geprägt, außer nicht das Reis? Ja, was ich natürlich sehr schätze, ist die asiatische Küche. Das ist alles frisch zubereitet. Da hat es zum Teil mit den Töffeln, die sie im Strassenrand stehen, auch in der Grossstädte, Bangkok und so. Mhm. Du kannst denen zuschauen, wie sie alles frisch zubereiten, das Gemüse, Fisch, Fleisch, was auch immer. Und das kannst du dort kaufen für zum Teil nicht einmal einen Franken. Und ist wirklich super essen und hast auch überkommst genug. Bietest du das auch an bei dir? Also auf Wunsch, aber auf der Karte mehr bürgerliche Küche. Gut. Benz, du hast noch mit prominenten Leuten zu tun in der Schweiz. Musiker. Wie wollen wir jetzt hier anfangen, dass wir hier nicht zu viel verraten? Du wohnst schon eher am Land draussen, da bist du aufgewachsen. Und da ist dir mal die Idee gekommen, etwas auszubauen und mit diesen prominenten Leuten. Darf man hier schon etwas verraten, wer das ist? Also einen Namen sagen? Ja, einfach Musikszene Schweiz. Aha. Wie bist du reingerutscht? Erzähl mir mal da, fangen wir von da an. Wie bist du reingerutscht in die Musikszene Schweiz? Wie bist du reingekommen? Ja, eben, das hat eigentlich ein bisschen angefangen mit als ich angefangen habe, Geschäfte mit Newcomer, die frisch in Mundartszene, vor allem in Mundartszene, haben angefangen. Da denke ich an Natascha. Da hast du dann einen Gig abgemacht, also eine Veranstaltung abgemacht und die hat uns dann noch privat zu sich eingeladen in die Stube. Und hat man dort verhandelt über den Preis und wie, wann, wo, Technik und so. Und ja, so 20 Jahre später ist das nicht mehr vorstellbar. Da verhandelst du mit einem Management, das knallhart ist und musst mit den Ellbogen und musst dich wehren, was noch aufgeht für dich vom Finanziellen her. Aber das hat wirklich so angefangen, was mal noch privat bei einem Künstler bist du heim gewesen und persönlich verhandelt hast. Ja. Wann hast du mit dem angefangen? Also, was war es für ein Jahr? 80er Jahre, 90er Jahre? Also, Anfang Geschäfte habe ich 1989. Mhm. Und dann hat es so ein paar Partys mit Coverbands aus der Region. Mhm. Und dann ist eben die Szene mit jetzt machst du mal ein Konzert. Und es hat dann wirklich gerade viele Newcomer gegeben, die eingeschlagen haben innerhalb von, ich sage jetzt mal, 6-7 Jahren. Und die sind heute noch auf dem Markt. Und es ist auch ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt, zum rechten, richtigen Ort macht. Es klingt aber so schön und gut. Aber man muss auch noch ein bisschen Glück, gehört natürlich auch dazu. Ja, das richtige Näschen, und das hast ja du gehabt. Du wohnst in der Weckerschwende. Genau. Ich würde jetzt das Gesicht vielleicht von den Leuten, von den Zuschauern jetzt sehen, Weckerschwende. Das ist aber eine kleine Hürde in der Nähe von Thüringen, gell? Ich sage aber, wenn sie mich fragen, was ist, die es nicht wissen, dann sage ich aber, es sind zwischen Burgdorf und Langenthal Richtung Emmental. Okay, dann sind auf dem Hügel oben. Auf dem Hügel. Wir haben dich ja besucht in der Weckerschwende und du hast ja in dem, darf man das sagen, Hof oder Bauernhof, wo deine Eltern oder Gastro Gewerbe, die sie aufgebaut haben? Oder wie soll man das ist eigentlich Schür. Hauptsächlich ist mal die drei Höfe, die dort sind, mal zusammengehört, von meinem Urgrossvater und Grossvater. Und das ist dann, als ich es übernommen habe, nein, schon von meinen Eltern das übernommen haben, ist das aufgeteilt worden. Was einfach Restaurant ist eigentlich ein kleiner Teil gewesen, mit der Bauerei. Also meine Eltern haben, der Vater hat gebaut und die Mutter hat gewirtet und sie haben einander so gegenseitig quersubventioniert. Oder? Gut, sie haben sich gegenseitig gekauft, das war richtig so. Und wie ist die Idee entstanden? Jetzt kommen wir schon ein bisschen näher, merkst du. Aber noch nicht zu viel verraten, gell, Benz? Wie ist die Idee entstanden,
Gastrogewerbe mit Events verbinden? Ja, das ist mir schon als kleines Kind ist das mir vorgeschwebt. Und ich hatte die Illusion. Und das habe ich dann gedacht, ja, irgendwann wollte ich mir das verwirklichen. Aber die Eltern haben nicht gesagt, nein, das hier bleibt der Heustock. Oder das bleibt so. Ja, gut, das hat schon einen Generationenkonflikt gegeben. Mhm. Und dank dem durfte ich es aber nicht erwerben. Mhm. Zuerst hatte ich das Pacht. Und dann, als ich das ausbauen und machen, haben die Eltern angehört und gesagt, okay, mach was du willst. So, jetzt verraten wir bitte, was du hast ausbauen. Hey, weil gleich gehen wir so anschauen. Vom Studio gehen wir nach denen zu dir, in die Weckerschwemme. Restaurant Sonne, schauen wir uns das an. Jetzt dürfen wir ein bisschen verraten, was hast du genau ausbauen? Also eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf diesem Hof oder im Restaurant aufgewachsen. Die Mutter das Restaurant geführt, der Vater bauert. Und dort habe ich eigentlich auch viel geholfen mit Bauern noch, dem Vater, aber noch mit Ross. Und das ist heute auch nicht mehr vorstellbar. Wenn das jemand am Stammtisch erzählt, haben sie das Gefühl, unsere Generation vorher geboren. Und einfach in unserer kurzlebigen Zeit ist alles ziemlich schnell gegangen. Und ja, ich durfte die Zeit noch erleben, zum Glück. Es war wirklich eine gute Zeit, wo du mit Hängen und einfach von Hang noch gearbeitet hast, nicht maschinell. Und eben, dann habe ich die Heubühne ausgebaut, später, als ich zurückbekomme nach meinen Flegeljahren, oder wie man dem soll sagen, als ich ein bisschen rumgereist und so. Und das ist einfach Step by Step gegangen. Wenn ich ein bisschen Geld verdienen kann, habe ich wieder investiert. Und so ist das dann entstanden. Ich staune eben gleich, dass so grosse Events oder auch Open Airs meistens zum Beispiel entweder Frauenfeld kennt man ja, oder in Zürich oder sonst auch bekannte Events, dass das eigentlich super angelaufen ist in der Weckerschwemme. Hast du noch etwas Zusätzliches gemacht, wo es attraktiver gemacht hat? Zum Beispiel deine Events oder einfach gerade in der Weckerschwemme? Oder in der Weckerschwemme Geschichten speziell? Ja, so eine spezielle Geschichte hat es vielleicht von den Events her schon. Mhm. Weil das hat mal die Schnittersonde nicht selber gegeben. Ja. Weil sie hier in den, neben aussen, auf den Landgasthöfen, haben sie einfach, bei uns war das am 3. Sonntag im Juli, gewesen, sie einfach Leute von der Region oder einfach solche, die sich anboten, die Bauern, sind das Dorfrestaurant und die Bauern ringsum sind dort schauen und haben quasi die Mägde und Knechte, wie man dem dann gesagt hat, ausgelesen, zum Heuen und Ämten und Ähnen und einfach den Schnitt zu machen. Und die sind dann aber wieder verabschiedet worden in diesen Restaurants auch. Und das hat jedes Mal ein Event daraus, einfach am Anfang und am Schluss. Und dort ist alles bezahlt worden von diesen Bauern und haben die Leute eigentlich gehabt zu Kost und Logis. Und die sie fragten, ob sie noch arbeiten können und haben ein Dach über den Kopf und zu essen gehabt. Ja. Wenn das jetzt... Die Frage kommt von mir spontan. He? Wenn das jetzt deine Eltern probiert hätten, dazumals? Ja, das war eine andere Zeit. Ja. Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Mhm. Das ist, die haben dann schon einfach so ein bisschen mit dem... Da hat einer gegörgelt und die haben sie eben, wie ich gesagt habe, schon ein Event gemacht und die haben auch ein bisschen getanzt. Aber das war natürlich nicht gleich. Dann auch, wenn man nur schon die Musik vergleicht, wie das geändert hat in den letzten Jahren. Also weißt du, Entschuldigung, Benz, ich meine auch den Dachstock ausbauen, oder? Du hast ein bisschen eingeteilt, das sehen wir ja dann. Und den Dachstock hast du auch umgebaut, wenn das schon deine Eltern gemacht hätten zu der Zeit, wo alles Tanzen so aktuell war. Ja, da hat man natürlich... Die Leute waren noch viel weniger mobil, oder? Mhm. Die hättest du gar nicht hergebracht. So viele Leute aufs Mal. Ja. Und auch, ja, das wäre unmöglich gewesen, wenn ich die Alben erzähle. Wie sie aber noch mit dem Velo an irgendeinem Ort hergefahren sind, aber ich habe nicht das Gefühl, dass hier von Bern wären Leute kommen mit dem Velo. Du hast den unteren Teil auch noch ein bisschen ausgebaut. Das können wir nur ganz kurz erzählen. Und zwar für die Jungen. Sage ich jetzt mal. Ja. Kannst du etwas Kleines erzählen? Ja, das hat sich natürlich ergeben. Eben mit den Events, die man davon machen, sind auf einmal die WC-Anlagen zu klein gewesen, also zu wenig. Und da gibt es natürlich auch Vorschriften, die man einhalten musste. Und die Räumlichkeiten waren vorhanden gewesen. Und dann hat man dort unten die WC ausgebaut. Und hinten raus waren ja die Stallungen, da ist halt der Rossstall, den man eigentlich auch nicht mehr braucht, weil man keine Ross mehr hat. Da habe ich dann gerade noch die Mauer weiter hinten gezogen, ausgebaut und dort hat es dann so eine kleine Spielhölle gegeben für die Jungen. Und die Ungebliebenen, sage ich es mal so. Und wird im Moment besucht, immer noch, aber das sehen wir nachher.
Kurz zum Gastro. Wie tust du immer noch das Gastro betreiben? Bist du viel noch im Restaurant? Kann man dich immer empfehlen? Wie sind die Öffnungszeiten vom Restaurant? Ja, ich bin eigentlich gerne dort während der Öffnungszeit oder auch vorher. Man macht auch einen Wandel der Zeit. Heute muss man viel selber machen. Mhm. Ich sage aber, man muss mehr machen für weniger, weder, wenn ich denke, vor 25 Jahren, als ich angefangen habe. Aber das ist wahrscheinlich in jedem Gewerbe so. Das ist eben, wie gesagt, ein Wandel der Zeit. Gut. Ich würde sagen, wir gehen das in der Weckerschwende uns persönlich anschauen, auch für die Zuschauer. Danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für dein Studio. Merci, dass ich dürfen kommen. Und ich tue dich fast spontan überraschen, wenn ich komme. Also. Ist das gut, Bert? Ich freue mich. Ich auch. Danke vielmals. Euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, viel Vergnügen in der Restaurant Sonne in der Weckerschwende. Zuschauer, wir sind in der Weckerschwende. Ich schaue jetzt, ob der Benz um ist. Kurzer Moment, wir klopfen an. Ah, da ist er schon. Benz, grüß dich. Ja, Sali, du sie. Du, ich hoffe, wir stören dich nicht und du hast gerade Gäste drin. Nein, ist gerade gut. Ihr habt es gut gefunden, hoffentlich hier hoch. Und es freut mich, seid ihr hier. Ivan Frey, ich würde sagen, wenn wir starten, was wir versprochen haben im Studio mit dem Durchgang. Ja, genau. Wir starten gerade. Okay, gehen wir rein. So, Benz, hier befinden wir uns. Wo genau? Jetzt sind wir hier im Säli, wo meine Eltern haben das gebaut, 1976, als ich dann Koch gelernt habe. Haben sie gemerkt, mal, das geht hier weiter. Und das ist aber hier in der Stube, ist das gesehen, da bin ich gross geworden. Aber das war Privatteil. Und eben dann haben sie das ausgebaut hier. Und ja, dann habe ich Koch gelernt, das Grindelwald, 3 Jahre lang. Und bin dann irgendwann zurückgekommen hierher. Das heisst, vom Koch dann fast wieder in Familienbetrieb. Und das hat noch zum Teil von der Familie gehört, also zum Wohnraum in dem Sinn. Ja, genau. Das ist genau. Aber vorne hast du ja noch einen Teil, wenn wir das schnell zeigen. Hier vorne ist Gaststube. Das ist seit 1838, als sie das Haus gebaut haben, ist die Gaststube hier bestehend. Das ist sogar noch der Originalboden. Das gibt es heute auch nicht mehr, was ein Boden so lange hat. Und sehr viel Mängel Sturm und überlebt hat, würde ich mal sagen. Also, Benz, reden wir mal von Gästen. In der Weckerschwende ist ja nicht Zürich City, sage ich mal. Nicht böse gemeint, gell? Und was hast du da für Gäste, verglichen zu früher und heute? Ja, ich habe natürlich, eben, als ich hier angefangen habe, hier, habe ich auf ein Konzept gesetzt, eher auf junge Leute. Ob schon alle willkommen sind, aber das hat sich dann eigentlich durchgesetzt und das hat so Generationen und Klicken gegeben und auch die werden älter. Und eben, ich mache das mittlerweile 25 Jahre und mir wird einfach mit den Stammgästen älter. Du bist älter mit den Stammgästen zusammen. Lustigerweise ist ja, du bietest ja da noch etwas ganz Spezielles. Und zwar, wenn wir auf deine Internetseite gehen, die können wir gerade schnell erwähnen. He? Ja, das ist www.weck.ch, das ist das Zauberwort. Genau. Und wenn man gerade reinkommt, hat es eine Möglichkeit, wo man sich anmelden kann. Und zwar wie ein Blend-Aid im Dunkeln. Kannst du da genaueres erzählen? Ja, das war auch mal eine Idee, wo ich eigentlich die Blinge Kuh nicht kopieren wollte. Und das ist auch schon länger, das köchelt hier im kleinen Hirn hängen. Und habe gedacht, wie ich das umsetzen will. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, was man so ein Blind Estate machen könnte. Und da kannst du dich auf der Homepage, wie ich vorhin erwähnt habe, weg.ch, kannst du dich anmelden.
Und dann treffen sich hier Bärli und das stellen wir selber zusammenstellen, indem, was nicht gerade ein 20-Jähriger mit einem 80-Jährigen geht essen, im Dunkeln essen. Und die treffen sich wirklich im Dunkeln und die haben lange vorher noch nie gesehen. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend und hat auch noch so ein bisschen erotischen Touch. Gut, das können wir uns dann gerade anschauen. Aber bevor wir uns das noch anschauen, habe ich noch schnell für die Zuschauer eine Überraschung, die ich gerade selber erlebt habe, als ich Tür bin. Wollen wir das schnell einblenden? Das ist eine Überraschung. Ich zeige dir schnell. Okay. Gehen wir schauen. So, Benz, das wäre eigentlich das, was ich gesehen habe, als ich mich gefragt habe, wieso ein Hund, der runterkommt. Ja, das hat auch eine Geschichte. Ja, wie meistens solche Sachen. Hier ist Alben. Am Freitag haben hier Gleitschirmler von der Region hier den Stammtisch gehabt. Und nachher haben sie mir einen Hund gebracht, der aber noch Flügel hat. Und dann haben sie den hier aufgehängt und dann hat sie mir gedacht, ja, einfach den Hund, sag jetzt mal, nur so aufhängen. Wir könnten ja hier noch etwas einbauen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, hier mit dem Fischerschnürchen, was man nicht gerade sieht, habe ich das mit der Tür gekoppelt und wenn es aufgeht, geht der Hund eben runter. Und der ist dann noch wirklich wie ein Gleitschirmhund, ist der hier oben geflogen. Und dann ist es ein kleiner Sturm und wild gegangen und dann haben sie mir den runtergeschissen. Und dann haben sie mir hier neu gebracht und seitdem hängt jetzt der Bernhard hier oben und geht durch und ab, wenn man die Tür auf und zu tut. Ich habe Angst gehabt, dass es dein Wachhund ist, weißt du? Du hast vorher so überraschend reingeschaut, was ich damit meine. Benz, wollen wir noch schnell State-Räumlich anschauen? Ich bin richtig neugierig auf die Zuschauer, das schnell zeigen. Bist du verstanden? Da können wir zeigen, aber man sieht ja nicht, weil es ist ja Blind Date, oder? Aber für die Zuschauer tun wir natürlich das Licht an. So, und hier innen sind wir jetzt in diesem speziellen Raum, wo die Leute eigentlich im Dunkeln essen, ohne dass man sich einander sieht. Jetzt haben wir natürlich für diesen Raum schnell das Licht anlassen dürfen. Ist es wirklich stockfester hier innen, Benz? Da ist wirklich stockfester. Da siehst du nichts. Man hat drei Lichtschleusen, die man reinkommt. Mhm. Und wenn wir servieren, wir sehen ja auch nichts. Die Leute haben gerne das Gefühl, was hat er so als Nachtsichtgerät an oder so. Und überhaupt nichts. Wir haben wirklich, wir sehen auch nichts. Aber wir kennen natürlich Gegebenheiten. Wir decken bei Licht aufdecken. Und dann haben wir so ein Wägel, wo wir reinfahren und die Speisen servieren. Aber Benz, laufst du nie hier bei jemandem oder in den Tisch rein? Oder Verletzungen oder so? Oder auch der Kunde selber? Mama, die haben mich auch schon selber verlüffen hier. Und auf einmal habe ich gedacht, Scheiße, wo bin ich jetzt? Mhm. Und dann musste ich mich herentasten, wirklich wieder zurück und raus tasten. Und es ist schon ein komisches Gefühl. Du kennst eigentlich alles und gleich. Weil einfach du verlierst die Orientierung mit der Zeit, wenn du wirklich lange im Dunkeln bist. Was sind so die Resultate oder so die lustigen Geschichten, die du ein bisschen uns erzählen kannst, ohne Namen zu erwähnen, klar. Was hat sich ergeben? Hat sich da auch noch eine Liebesgeschichte ergeben? Oder jemand, der sich zusammengetan hat? Oder sogar Streitfälle? Oder sogar Leute, die sich gekannt haben? Also von zwei weiss ich jetzt, das weiss ich, die sich wirklich getroffen haben hier drinnen. Im Dunkeln und das verhält heute noch. Und das, ist seit, ja, das ist sicher schon zwei Jahre her, wo das jetzt verhält. Und sonst bekomme ich eigentlich nicht grosses Feedback. Manchmal über die Homepage gibt es ein E-Mail. Sie haben es cool gefunden und super. Und mehr erfahre ich auch nicht mehr. Das sind Leute, die ich zum Teil nur einmal sehe. Und die wollten das mal probieren. Und ja, machen das mal. Was ist für ein Publikum? Eher ein junges, mittleres, gemischt, älteres? Ja, das ist noch lustig, das ist eher gemischt. Das ist eigentlich vom 20-Jährigen bis zum 60-Jährigen eigentlich alles. Also Mann und Frau. Und da kann sich jeder anmelden über das Internet, wie wir vorher erwähnt haben. Und muss man aber auch schauen, ob es Bedarf hat. Das heisst, wenn jetzt jemand sich nur pro Woche anmeldet, also eine Person, muss man es verschieben auf die zweite oder wie du das organisieren? Nein, die melden sich mal anmelden und dann tun wir die Konstellationen die wir selber zusammenstellen, die Bärli oder manchmal weiss ich mich, sie können ja ankreuzeln, ob es das zweite oder das vierte oder das sechste. Aber wir schauen schon, als Bärli sind und was das ein bisschen zusammenpasst, unsere so Charaktere müssen sie auch angeben, was sie gerne am liebsten in der Freizeit machen, was das ein bisschen zusammenpasst. So. Jetzt würde ich aber sagen, testen wir schnell das, wenn wir das Licht abstellen. Jetzt darf ich vielleicht dich fragen, dass wir schnell ein Erlebnis haben von Stock Dunkel. Können wir das schnell ablöschen? Ja, das lösen wir an. Okay. So. Vielleicht haben wir noch ein bisschen von der Kamera ein bisschen Licht, aber hier hinten im Ecke, Benz, ich sehe im Moment nicht. Ja. Vielleicht kannst du hier reinreden im Mikrofon. Ja, die ist bei hier. Okay, gut. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Restlicht vor der Kamera. Aber das siehst du wirklich sonst nichts. Und dann, wenn man
ich sage jetzt mal, nach 10 Minuten, 4 Stunde hier drin ist, ja, dann tun sich auch die Pupillen auf. Ja. Und da hat man manchmal das Gefühl, wenn man wirklich um das Date, das geht so anderthalb, zwei Stunden, mhm, wo sie hier drin drei Gänge essen, Vorspeisen, Hauptgang, ein Dessert, und dann ist der Wein und das Getränk ist auf dem Tisch, wo sie selber einschenken, und da müssen sie also sich selber herantasten. Mhm. Und es ist wirklich spannend, und dann muss man oben gerne wieder kommunizieren, als sie das Deckel drauf tun, weil da geht etwa eine Flasche um, oder ja, das ist einfach so, wenn man nichts sieht. Benz, es ist auch für mich komisch, ich sehe dich nicht, ich weiß auch nicht, wo ich das Mikrofon jetzt hergesteckt habe. Ich hoffe, die Aufnahmen sind gut rausgekommen. Liebe Zuschauer, wir würden sagen, wir gehen wieder ans Licht. Gell, Benz? Alles klar, ich mache wieder Licht. Gut. Gut. Benz, vom Dunklen ins Helle wieder, und zwar sieht aus wie ein Spielcasino. Erzähl uns etwas über das Räumchen. Ja, Casino ist gerade ein bisschen übertrieben, das ist einfach so. Für die Jungen, was sie sich ein bisschen Unterhaltung und treffen können, haben wir hier mal einen Döckelkasten, einen Billard und dort so mit Chaton, wo man spielen kann. Und das ist noch cool, dann können sie hier hinten spielen, können ins Restaurant etwas bestellen zum Trinken. Und so kannst du die Jungen ein bisschen auf dem Land behalten. Die Abwanderung in die Städte ist sonst zu gross, habe ich das Gefühl. Aber wenn man die Weckerschwände anschaut, hat es sehr viele Junge, die hier leben oder wohnen. Ja, nein, eigentlich nicht mehr leben. Aber es ist einfach, das Einzugsgebiet ist ziemlich gross von Klicken, so von Jungen, die sich eben hier treffen. Die gehen dann, manchmal bleiben sie am Wochenende oder gehen irgendeinem Ort her. Eben auch, die sind schon stadtorientiert, aber so können wir sie vielleicht manchmal ein bisschen, wirklich noch ein bisschen länger hier behalten und das Land ein bisschen schmackhaft machen. Lustigerweise hast du mir vorher erzählt, das war früher ein Raststall, hast du müssen umbauen, aus welchem Grund? Also müssen, einfach... Dürfen, Entschuldigung. Es hat einfach nachher, wo die Events oben angefangen haben, in der Heubühne, ist einfach die WC-Anlage nicht mehr gelenkt und dann musste man da reagieren. Und anhand von dem hat man dann die WC-Anlage gemacht vor 20 Jahren. Und hat sich, das war der Rostall, wo wir jetzt wirklich hier stehen. Und dann hat man bis rausgebaut und dann hat man eben auch den Raum noch gemacht. Und ich habe hier zwischen auch noch Essen, wenn da wirklich viele Leute sind, dann stellen wir das wegstellen und machen da noch so ein Speisäli draus. Also wir können auch noch aus Saal brauchen, das Räumchen. Ja, aber das ist hauptsächlich bei Konzerten, wenn wirklich viel im Vorfeld essen. Aber wenn jetzt ein Junge kommt, und wir schauen wieder auf die Jungen, dass sie auch noch Platz haben, die können jetzt am Wochenende kommen oder zu der Zeit und hier bei dir sich amüsieren, Billard spielen und in den Automaten, das spielt keine Rolle. Einfach beides muss offen sein, gell? Ja, einfach bei den Öffnungszeiten können sie hier spielen. Das ist es so, genau. Ich würde sagen, jetzt gehen wir in das Wirkliche, wo wir schon lange warten, in den Heustock rauf. Also in die Heubühne, Mensch. Heubühne. Du hast es Gott sei Dank verschönert. Weil Heustock ist schon lange nicht mehr da oben. Also mein Vater hat wirklich hier noch gebaut. Eben mit, da waren noch Rost drin, wo ich mich auch mal erinnere als Kind. Und die Mutter hat gewirtet, eben, wie man vorhin gesagt hat, in diesem kleinen Eckeli vor. Und wie ich gesagt habe, dort, wo ich nachher Koch gelernt habe, haben sie dann wirklich darauf gesetzt, dass sie das mal übernehmen und haben das Säli gemacht. Jetzt gehen wir in die Heubühne rauf, liebe Zuschauer, und ihr seid dabei. So, Benz, das ist die ausgebaute Heubühne. Jetzt ist es noch ein bisschen frisch, weil es ist ja noch Frühling. Hoffen wir, der kommt noch. Aber reden wir mal jetzt, da wo wir jetzt draufstehen. Was für Persönlichkeiten haben da schon Konzert, Theater, was hat schon alles stattgefunden da drauf? Ja, das ist eigentlich das klingt noch gut, aber eigentlich wirklich alle, die die Schweizer Musikszene kennen, waren mehrmals hier gesehen. Kann ich mir ein paar erwähnen? Ja, da gibt es Zürich Westen, Kuno, Polo Hofer, der Gölle, Andreas Vollewey, der Bagatello, Fleur Ouange, Zina, Natascha, was willst du noch alles gehört? Wahnsinnig, eigentlich alle, ja? Eben, wie ich gesagt habe, es sind wirklich alle, die mehrmals hier gesehen und das hat eigentlich schön, wenn ich das sagen kann, hat mit nichts angefangen und sind heute wirklich Kollegen geworden. Nicht gerade alle, aber wirklich ja, gute Tröte noch zu diesen Musikern. Die, und die kommen auch gerne wieder hierher. Es ist im kleineren Rahmen, wo sie gerne spielen. Es ist nahe zum Publikum, wo sehr geschätzt wird. Und sie auch vom Publikum her. Einfach, es ist wirklich eine spezielle Ambiente, auch von der Räumlichkeit her. Wie schafft man das? Ein bisschen außerhalb einer Großstadt so Persönlichkeiten herzubringen, ist das, weil es eine andere Zeit war, wo du angefangen hast? Oder wie kannst du uns das erzählen? Ja, sicher war es mal eine andere Zeit, das ist ganz klar. Und dann braucht es auch noch Glück.
mit Risiko und ein bisschen Glück ist das dann so weit gekommen. Ich bin eben jetzt hier, wo wir sind, das habe ich schon als Kind, habe ich das wirklich so, ich bin hier aufgewachsen in diesem Haus, als Kind habe ich das so, die Vision gehabt, ich will das mal so ausbauen, wenn ich das hier weiterführen würde oder weiterführen würde. Und das habe ich mir dann verwirklicht in diesen jetzt mittlerweile 25 Jahren, aber das ist schon seit 10 Jahren, ist jetzt wirklich so, wie es jetzt ist. Mhm. Und dann habe ich Step by Step, wenn ich wieder ein bisschen Geld verdient habe, habe ich wirklich das hier investiert und reingesteckt. Und heute ist das fast nicht vorstellbar oder nicht mehr vorstellbar, was man dann so viel Geld einnehmen und das wieder umsetzen konnte. Als du das ausbauen hast, hast du ein bisschen Hindernisse gehabt? Oder was ist für dich, das Komplizierteste gewesen, um das so gross auszubauen? Ja, am Anfang hatte ich keine Hindernisse gehabt. Am Anfang ist das, habe ich hier angefangen auszubauen und da bist du ein bisschen belächelt worden und die Leute haben das Gefühl gehabt, ja, das funktioniert eh nie. Und dann, was hat funktioniert, ist eigentlich der Weg erst anfangen steinig werden. Und jetzt sind natürlich alle stolz, wenn sie sagen können, ich bin von der Weckerschwende. Ja, immer viel. Ich will nicht sagen alle, aber die meisten schon, wenn sie irgendwie erzählen, sie seien von Weckerschwende. Dann kennen das sehr viele Leute in der Schweiz und dann sind sie schon ein bisschen stolz, wenn man hier so ein bisschen abgelegen wohnt und die Leute kennen das. Gut, jetzt Thema Zuschauer. Du hast auch noch gesagt, vom Platz her 700 Leute im Stehen, gell? 750 Leute gehen hier einfach rein, wenn es ein Konzert ist. Aber das ist natürlich mit der Galerie, mit der Bar und alles. Und die Konzertbestuhlung auf dieser Fläche hier nicht, da gehen 300 Sitzplätze, was man sich das ein bisschen in ein Bild setzen kann. Ja, das. Und auch Hochzeiten hast du da, gell? Sogar mal ein Pfarrer hat hier sein Zeug gemacht, was er machen muss, wenn er jemanden heiratet, gell? Ja, ja, da haben wir eigentlich sehr viele Hochzeiten. Das fängt im Mai an bis im September. Hochzeitsessen, aber auch für Firmen und private Geburtstagsfeiern. Einfach ab 40 Personen gehen wir da hoch. Und wir haben also hier auch schon 300 Bewirte zum Essen. Ja, das sind eine Menge Leute. Du hast da hinten noch eine Bar. Ich wollte noch schnell den oberen Stock noch schnell zeigen. Und bevor wir dorthin gehen, Benz, kannst du uns noch schnell erzählen, das erste Treffen vom Polo Hofer, oder wer ist dort Steiger drauf? Die Geschichte ist mir geblieben, die du mir erzählt hast. Ja, genau, das ist, ich war etwa gerade hier, gewesen, wo wir jetzt sind. Und wo der Polo Hofer das erste Mal ist hier war. Und das ist für mich, eben was angefangen hat, ist mal der eine oder andere hier, Newcomer hier gewesen, Natascha, Sina, mhm. Dann ein Fleur und Ast. Und nachher habe ich mal den Schritt gewagt, im Management von Polo Hofer anzufragen. Und habe das gemacht. Und das hat dann sofort geklappt. Und nachher haben wir einen Termin abgemacht und ich bin hier hinten, habe ich etwas, ich weiß nicht genau was gemacht. Dann kommt der Polo Hofer dort vor die Steige auf und ich bin fast umgekehrt, weil das ist für mich der Musiker von Nation, oder? Und dann schauen wir einander an, stehen voreinander und ich sage Sally Polo und er sagt, ah, du bist jetzt der Benz, von dir habe ich schon viel gehört, aber nur gut hat er gemacht. Also die Erfahrung kann ich auch noch schnell mal reinnehmen. Gut. Benz, jetzt würde ich sagen, gehen wir zu der Bar rüber. Ja, gut. Jetzt Barraum. Benz, wie hat das hier innen angefangen früher? Ja, eben der Raum hier, der ist eigentlich schon gern genutzt worden als Tanzsaal. Das alte Parkett, das man hier am Boden sieht, das ist wirklich noch original von 1838. Das habe ich einfach zweimal abgeschliffen, was wieder einigermaßen aussieht. Aber dann haben sie noch dick aufgedreht mit Holz. Das könnte man heute auch nicht mehr. Das noch zweimal kannst du abschleifen und sieht gerne noch gut aus. Also man kann sagen, man hat schon früher immer etwas gegangen in den Weckerschwenden. Ja, das ist traditionell Schnittersundi. Es ist hier gang und gäbe gewesen, am dritten Wochenende im Juli. Und das war einfach, wo Leute von der Region sich im Restaurant, aber das hat es vielen Orten gegeben, auch in diesen Restaurant, sich anbieten für die Bauern, die einen Schnitt machen, eben Heuen und Ämter und Ähnen. Mhm. Und dann sind die Bauernleute sind ins Restaurant im Land, auf diesem Land aussen, oder? Und haben gesagt, das ist fast wie eine Sklavenhand. Du kommst mir jetzt das vor, wenn ich das so erzähle. Ich will den und die anderen, ich will die einfach für
mithelfen und die hat dort für Kosten und Logis haben die mitgeholfen. Und dann hat sie auch Sichlete gegeben und dann ist das wieder ins Restaurant und die sind dort verabschiedet worden und hat zum Beispiel ein Fest gegeben. Und das ist wirklich halb die Festivitäten, sind halb hier oben, eben schon vor über 100 Jahren, zustande gekommen. Jetzt tanzt man zwar nicht mehr unbedingt hier drin, vielleicht bei einem Fest kann man es ja sicher benutzen, aber es ist eine reine Bar und die wird erst gebraucht, wenn der Saal vorher besetzt ist, oder wie? Ja, die wird eigentlich gebraucht für verschiedene Anlässe. Wenn es Hochzeit ist, weil die aber natürlich nach dem Essen so, gehen sie gerne in die Bar noch etwas trinken. Und wenn ein öffentlicher Anlass ist, Event, wird in der Bar natürlich rege genutzt. Wie lange hat sie da oben offen? Also bis um 3:30 darf man aufhören. Um 4 müssen die Leute draußen sein. Und wir haben auch schon Hochzeitsgesellschaften gegeben, die sind also bis morgen um 7:30 hier geblieben. Vielleicht haben Sie da noch ein bisschen geschlafen in diesem lässigen Parkettboden. Nein, das ist... Für eine Schöpfung. Es ist einfach lustig gegangen und niemand wollte heimwollen. Wie das alles so bei den Gesellschaften ist, gibt es gerne einen harten Kern. Und dann ist der harte Kern geblieben. Und wir haben am anderen Tag, ich und meine Leute hatten dann Ferien gehabt. Und dann haben wir alles hier zuerst aufgeräumt und gemacht. Und dann haben sie gesagt, können wir die auch noch suchen. Auf jeden Fall sind wir dann auch noch hierher und dann hat es noch ein lustiges Fest gegeben, bis es hell geworden. Wie sieht das jetzt aus im Hochsommer, wenn es so heiß ist? Ist da überhaupt offen? Ist da ein Barbetrieb oder hast du den einfach zu? Also wenn die öffentlichen Anlässe sind, im Sommer, das geht bis Anfang Juni, und dann habe ich keine öffentlichen Anlässe mehr, weil dann kommen dann die etablierten Openers und so. Und eben dann haben wir wirklich fast jedes Wochenende eine Hochzeit hier. Und in dieser Hochzeit wird natürlich die Bar genutzt, aber es ist nicht öffentlich. Also wäre es kein Problem vom Klima her, ich sage jetzt mal von der Wärme, weil es ja ein Dachstock ist, ist das kein Problem? Nein, ist eigentlich kein Problem. Ich kann hier einfach immer gesagt, ich kann ja hier heizen und Warmluft reinblasen und dann kann ich auch so, ich sage jetzt nicht Kaltluft reinblasen, aber einfach Luft von außen, die es ansaugt, reinblasen und dann ist nicht die gestangene, dicke, heisse Luft, die man kennt in einem Dachstock. Dann tut es ein bisschen kütteln und ist angenehm. Man sieht an der Wand, es sind Rohre aufgehängt und Löcher drin. Wie tust du das aufheizen? Eben, das ist die Heizung. Die... Also, mit Holz denn? Entschuldigung, wenn Sie... Nein, das ist eine Ölheizung, die ein Ölbrenner ist hinten raus und das tut dann warme Luft erzeugen und bläst die hier rein. Das ist also, ich muss sagen, das ist kein Problem für das zu heizen. Jetzt merkt man gerade auch, es ist ein bisschen frischer als gewohnt. Ja, wenn natürlich nichts heiz ist, ist jetzt die Temperatur von Aussentemperatur. Das ist ja so. Und so bleiben wir jünger, wenn es frisch ist. Frisch, genau. Benz, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir in den Oberteil. Du hast noch so ein bisschen versetzte Etagen. Gehen wir doch noch schnell die anschauen. Ja, es hat hier noch zwei Galerien. Eine ist gerade oben hier eine Bar, die 4 Stufen hat, die man vorne sieht auf der Bühne. Und dann hat es links vorne hat's auch noch eine Galerie. Und drauf oben ist der Adlerhorst, der ein DJ ist, wenn der wirklich gut voll ist, was der ein bisschen draussen ist. Das gehen wir doch schnell anschauen. Obere Teil von diesem ausgebauten Heustock, sage ich jetzt mal. Können hier auch die Leute sein, während ein Konzert ist? Oder ist das einfach separat, kann man das noch mieten? Ja, nein, das sind eigentlich ein bisschen die Insider. Das ist fast wie ein VIP-Raum hier oben. Die es kennen, die können gerne hier hoch. Man sieht hier auch schön auf die Bühne runter, Künstler sieht man. Und auch das Publikum. Und ist nicht so im Gedränge irgendwie direkt vor der Bühne. Wie viele Leute haben hier Platz? 30, 40 Leute. Nein, da haben mehr Platz. Da haben sicher 100 Leute Platz. Oder da kannst du schon die Fans dort hocken, da hinten schon. Da haben 100 Leute haben da schon Platz. Matratzen und Matratzen-Latli für Leute, die nicht mögen, oder? Nein, das ist aber, wenn Hochzeit sind und so, dann hat es manchmal noch ein bisschen Kinder dabei. Und dann macht man denen dort ein Klappbett aufstellen, dass die Kinder einfach ein bisschen liegen können. Wenn man das reservieren will oder den VIP-Platz hier oben haben, muss man das dir am Anfang schon sagen oder einfach der Schneller ist der Geschwinder? Es gibt solche Leute, die unten im Restaurant im Vorfeld essen und die es eben, wie ich vorhin gesagt habe, die einfach Insider sind und wissen, die tun vorne die Tische reservieren und das machen wir aber nur, wenn jemand im Vorfeld ist. Und hier, wo wir jetzt stehen, da können sie sich frei bewegen und suchen und einfach der Schneller ist der Rennen. Ich habe es vorher gesagt, also habe ich es anders formuliert, der Schneller ist der Geschwinder. Das ist etwa das Gleiche. Ja, genau. Also, Benz, können wir euch noch die andere Seite anschauen, wo der DJ hast gesagt, hat dort oben spielt? Der DJ ist etwa hier oben, oben. Wenn da wirklich ganz viele Leute sind, was sie nicht mehr in das Zeug reinlängen.
schätzen das die DJs, was sie ein bisschen weg vom Schützen, sage ich mal. Und dass ich es richtig verstehe, das ist auch ein Raum, wo noch die Leute reservieren können oder einfach können sein können. Das ist auch wie hier, da können sie einfach hoch und der schneller ist eigentlich. Schneller ist der Geschwinder. Gut, Benzi, danke dir für mal. Ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Alles klar. Hier ist die Bühne. Hier ist der Boden, wo die Zuschauer sind. Was war früher hier? Hier, wo wir jetzt stehen, ist gar nichts. Einfach kein Boden. Hier ist das Heu eingelagert worden. Von der Schiene, die man hier vorne sieht, gegen hinten. Ist wirklich das Heu eingelagert worden, bis runter ins Tal. Futter dem und das ist bis hier hochgekommen. Und das hat man dann einfach den Boden hier drauf gemacht. Und das ist gar nicht so ohne. Wenn man so einen Boden macht, der die Öffentlichkeit Zugang hat, dann muss man pro Quadratmeter, wenn ich sie gewachsen kann, muss man 500 Kilo Traglast können haben. Und vordran, wo sie das Haus eben 1838 gebaut haben, muss ich vorstellen, ohne Kran und ohne irgendetwas haben sie das aufgerichtet hier, ist die Traglast wirklich schwer genug, als es dreht das, sie haben massiv bauen, auch noch dazu mal, was heute nicht mehr vorstellbar ist. Man muss sich vorstellen, wenn es das Konzert ist und die Leute kommen alle auf und wenn 750 Leute Platz haben, das muss ja wirklich verheben. Also da kann man sich gar nicht erlauben eigentlich. Ja natürlich, aber der vibriert die Boot, oder? Und so muss es sein. Aber man sieht auch von den Bauten her, hast mir noch gezeigt, da sind noch Holznägel verwendet worden für die, wie sagt man jetzt, die Aufrichtung. Ja, es sind wirklich noch Holznägel sind da verwendet worden. Und das hat. Und ich muss mir vorstellen, im Winter, wenn hier Schnee drauf ist, die Dachlast. Und wie ich vorhin gesagt habe, die haben wirklich noch bauen mit Leib und Zählen und Material dran. Gut, Benz, ich würde sagen, wir machen mal einen Schritt auf die Bühne zusammen. So, du sagst mir aber, hier stehen aber die genau Leute. Die okay, und jetzt mache ich es so, Benz. Kannst du noch schnell so rüberstehen? Da stehen die Stars selber. Du bist heute ein Star. Ich persönlich verabschiede mich jetzt einen schönen Abend auf Schweiz 5. Und mein übrigens Sprüchli schalten Sie wieder ein, Warnix TV. Dir übergebe ich das Mikrofon. Wenn du noch einmal könntest, die Webseite sagen und dich selber verabschieden. Und dann habe ich Freude und ich, wenn ich Zuschauer werde, würde ich dich applaudieren. Merci vielmals. Ja, zur Webseite noch einmal. Das wäre www.weg.ch. Ich bin der vierte Benz. Also Benz ist eigentlich mein Künstlername. Getauft bin ich Bernhard. Und ich möchte euch danken, was ihr seit hier seht. Merci vielmals.